dass eine Richterin wohl über ihn gesagt hätte, dass er ja das Staatsexamen auch nur erreicht hat, weil er Migrant sei. What the fuck? Recht interessant. Der Podcast für die Jura-Bubble von und mit Stefanie Bayrich. Do it yourself. Von der Hauptschule in die Anwaltschaft. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Erfolgsgeschichten bekommt ihr bei mir immer wieder auf die Ohren, das kennt ihr schon von mir. Heute habe ich aber eine ganz besondere Geschichte. Eine Geschichte, die sich um das Verwirklichen von Träumen dreht, die von Mut und Durchhaltevermögen handelt und die uns zeigt, was möglich ist. Sie belegt eindrucksvoll, wenn du was wirklich, wirklich willst, dann tu es. Egal, wie schwierig es vielleicht scheint. Mach den ersten Schritt und danach eben genau so viele Schritte, wie nötig sind. Denn auch wenn dein Weg in der Hauptschule beginnt, kann er dich doch eines Tages ins Anwaltsleben führen. Glaubt ihr nicht? Ist aber so. Und ich freue mich daher riesig, diese besondere Karrierestory heute mit euch teilen zu können. Denn sie ist keine Fiktion, sondern wirklich Realität. Und zwar die von Nedret Madak. Lieber Nedret, ich freue mich riesig, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern. Ja, vielen lieben Dank, Stefanie. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute über ein, ja, für mich sehr besonderes Thema sprechen. Unbedingt, das ist ein ganz besonderes Thema und deswegen freue ich mich schon auf all das, was du zu erzählen hast. Zu Beginn noch ein paar ergänzende Worte zu dir. Du berätst deine Mandanten nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch und Türkisch. Und zwar auf den Gebieten des Strafrechts, vor allem Wirtschaftsstrafrecht und Steuerstrafrecht. Und deine unglaubliche Erfolgsgeschichte nehme ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht vorweg, sondern ich würde sagen, die erzählst du am besten selber Stück für Stück. Deswegen steigen wir heute auch gar nicht mit der ansonsten üblichen Frage ein, warum hast du Jura studiert? Bei dir müssen wir nämlich vorher noch so eine ganze Menge beschnacken, finde ich. Du hast einen richtigen Marathon hingelegt, um dir deinen Berufswunsch zu erfüllen. Wegpunkt 1, Hauptschule. Warum hast du die Hauptschule besucht? War das einfach so gesetzt? War das eine bewusste Entscheidung? War es vielleicht eine Vorgabe deiner Eltern? Empfehlung der Grundschule? Whatever. Erzähl mal so ein bisschen. Ja, gerne. Es ist so, dass ich in Baden-Württemberg geboren bin und dort auf dem Land auch zur Grundschule gegangen bin. Bis 2012 sah das baden-württembergische Schulgesetz vor, dass die Grundschulempfehlungen, also das sind die Empfehlungen, die nach der Grundschule ergehen durch die Klassenlehrer bzw. Lehrerinnen, verbindlich sind. Das war Rechtslage bis 2012. Und jetzt mal ganz unabhängig von irgendwelchen Rechtsbehelfen, ne, einfach mal für sich genommen, verbindlich. Und das war dann in meinem Fall eben so, dass das für mich entschieden wurde. Ich wurde da zur Hauptschule zugeordnet, weniger aus dem Grund, weil ich das wollte oder meine Mutter. Das hat man einfach so akzeptiert. Und das sind wir eigentlich schon mitten im Thema, dass meine Mutter da natürlich auch nicht es gewagt hätte, sich gegen die Empfehlung einer Lehrerin zu stemmen. So kam ich am Ende auf die Hauptschule. Okay, aber gab's denn... Das interessiert mich jetzt. Ich habe nämlich mit vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen vom Netzwerk multikultureller Juristinnen. Und die haben mir erzählt, dass das ein häufiges Phänomen ist bei Kindern, die zwar in Deutschland geboren sind, aber letztlich Migrationshintergrund haben. Also Eltern kommen aus der Türkei, waren ein paar Beispiele dabei, aus anderen Ländern. Genau. Und die haben gesagt, dass es ihnen häufig berichtet wurde, dass diese Empfehlung abgegeben wurde, obwohl überhaupt kein sachlicher Grund bestand. Wie war das bei dir von der Notenlage her? Also gab es da berechtigten Grund dafür zu sagen, der Nedret, der ist so ein bisschen schwierig, der ist auch so ein bisschen nicht auf dem Stand des Klassendurchschnitts. Da machen wir mal besser Hauptschule oder hast du das Gefühl, na? Also ich kann in der Nachschau definitiv sagen, dass ich keine auffällig schlechten Noten hatte. Die Zeugnisse sind ja zu Hause und man sieht ja, was los ist. Daher habe ich mich schon auch im Nachgang ein bisschen gewundert. Also ich glaube schon, dass die mittlere Reife sicherlich ein Weg gewesen wäre. Vielleicht sogar die Empfehlung zum Gymnasium. Letztlich ist es schon so, dass sicherlich eine Kombination aus vielen Aspekten zu der Entscheidung geführt
haben kann, beispielsweise eben, wie gesagt, ich bin ja auf dem Land groß geworden und dann komme ich da mit einem sehr speziellen Namen in die Grundschule und das mag sicherlich auch ein unterbewusster Vorgang gewesen sein bei gewissen Lehrern und Lehrerinnen. Ich persönlich glaube nicht, dass es eine objektive Begründung dafür gab, aber sie war nun mal so. Also ich glaube schon, dass man das auch hätte anders handhaben können, definitiv. Würdest du Menschen, die oder Kindern, die jetzt in dieser Situation sind, beziehungsweise den entsprechenden Eltern, immer empfehlen, mal konkret nachzuhaken, wenn so eine Empfehlung von der Schule gegeben wird, sich damit aktiv auseinanderzusetzen? Ich meine, jetzt ist es nicht mehr verbindlich. Genau, ja. Es hat aber vielleicht ja schon einen gewissen Impact, wenn so eine Empfehlung von der Schule kommt. Also ich könnte mir vorstellen, auch wenn es nicht verbindlich ist, lassen sich vielleicht trotzdem viele davon beeindrucken. Würdest du immer empfehlen, da nochmal ganz konkret nachzuhaken, sich damit auseinanderzusetzen? Ja, durchaus. Grundsätzlich empfehle ich dazu, in solchen Fällen auch als Elternteil selbstbewusst aufzutreten. Ich weiß aus eigener Erfahrung eben, also aus der eigenen Erfahrung meiner Eltern, meiner Mutter im Speziellen, dass dieses Selbstbewusstsein nicht da ist, weil man oft vielleicht auch der Sprache nicht ganz mächtig ist, dass man gar nicht die Vorgänge wirklich nachvollziehen kann und dann nimmt man die Situation so an, wie sie eben einem präsentiert wird. Aber ich kann durchaus dazu raten, dass man sich da mal eine Sekunde hinsetzt und drüber nachdenkt, ob das denn wirklich so sein muss oder ob man das anders sieht und dann auch das Gespräch suchen. Aber wie du schon sagst, seit 2012 ist das nicht mehr verbindlich mit der Empfehlung. Das hat auch dazu geführt, dass viele Hauptschulen tatsächlich aufgehoben wurden. Also die Anzahl an Hauptschulen hat sich reduziert. Aber die Wahrheit ist auch, dass ganz aktuell, vor allem in Baden-Württemberg, wieder politische Forderungen laut werden, dass diese Empfehlung wieder verbindlich werden soll. Also vielleicht ist das wieder ein Thema für die Zukunft tatsächlich. Ist das so? Das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Werde ich mich aber mal schlau machen, finde ich sehr interessant. Vor allem interessiert mich auch, aus welcher politischen Ecke das kommt. Gut, wenn wir jetzt deinen Lebenslauf angucken, war offensichtlich in Gänze die Hauptschule vielleicht doch nicht die richtige Empfehlung, aber sie macht natürlich als erster Wegpunkt deine Geschichte so besonders, wie Ja. sie eben ist. Hast du denn schon während der Schulzeit gemerkt, so, das reicht mir irgendwie gar nicht. Hattest du schon konkrete Pläne, die ja dann nicht so ganz korrelierten mit der Hauptschule? Nimm uns mal so ein bisschen mit. Oder war dir das in dem Moment eigentlich noch Wumpe? Ja, in gewissermaßen habe ich mir nicht wirklich viel Gedanken gemacht, muss ich sagen. Es war so, dass in meinem familiären Umkreis vorgelebt wurde, dass man nach der Schule ohnehin arbeitet. Daher kam für mich Abitur, selbst wenn ich die Empfehlung gehabt hätte, das Abitur war in weiter Ferne, weil es war irgendwie klar, man geht nach der Schule im Idealfall in eine Ausbildung und dann eben arbeiten, in die Arbeit. Und das war schon so, dass es mich erst einmal gar nicht so sehr beeindruckt hat, auch wenn ich mich unfair behandelt gefühlt habe tatsächlich. Aber ich wusste, ich würde ja sowieso arbeiten. Ja, also an Studium und akademische Ausbildung habe ich noch gar nicht gedacht. Aber gegen Ende der Hauptschule habe ich dann schon das Bedürfnis gehabt, nochmal eins draufzusetzen und den nächsten Schritt zu machen. Und das hat sich dann im Laufe meiner Zeit immer wieder als Gefühl herauskristallisiert und daher kam das dann auch, dass ich immer verschiedene oder den nächsten Schritt immer im Anschluss gegangen bin. Da ist vielleicht gerade zu Beginn der Hauptschule, ist man ja eigentlich noch in einem Alter, da macht man sich ja überhaupt noch keinen Kopf. Genau, Dann ganz so genau. zum Ende hin, du hast es eben schon angedeutet, hat es dir irgendwie nicht gereicht? Du wolltest auf jeden Fall noch die mittlere Reife. Das wäre dann ja schon Wegpunkt 2. Ja. Warum hast du dann dich tatsächlich dafür entschieden, diesen Schritt noch zu gehen? Und wie hast du die mittlere Reife erworben? Du wolltest ja, glaube ich, weil du es gerade gesagt hast, Ausbildung, wolltest du zwischendrin auch machen, ne? Vielmann oder so war, glaube ich, Ja, zwischendrin, ne? genau. Das war die Idee. Und ich habe mich auch tatsächlich beworben damals, aber mir wurde dann mitgeteilt, dass leider schon alle Ausbildungsplätze vergeben sind. Und dann bin ich nicht mehr reingekommen. Das war aber tatsächlich erst
ein paar Jahre später, also nachdem dann wirklich die Schullaufbahn vollständig beendet war und auch noch nicht der Gedanke Richtung Studium ging, da habe ich mich dann beworben. Aber du hast recht, also ich habe nach der Hauptschule einfach diesen Ehrgeiz verspürt, dass da noch mehr geht. Ich wollte mich da jetzt nicht drauf ausruhen, dass ich mit einem Hauptschulabschluss ja die Schullaufbahn beende. Zumal ich ja auch dazu sagen muss, notentechnisch sah es ja auch nicht schlecht aus. Also das war durchaus eine Option. Und in Baden-Württemberg war das so, dass man allerdings sich im Laufe der Hauptschule, also bis zur 9. Klasse, nochmal qualifizieren musste, also nochmal eine Empfehlung dafür bekommen musste, dass man das 9+1, so hieß es, also ein Jahr, ein weiteres Jahr dranhängen zu dürfen, dass man da zugelassen werden muss, sozusagen. Und ich habe diese Empfehlung dann glücklicherweise auch bekommen. Und so kam ich dann zum 9+1 und durfte innerhalb der 10. Klasse die mittlere Reife nachholen. Ja, nach irgendwas mit Jura sah es da aber ja noch so gar nicht aus. Du hast dich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, erstmal mit Sprachen beschäftigt. Ich glaube in Freiburg. Ganz genau, ja. War das dann schon, glaube ich, Wegpunkt 3. Wie kamst du denn auf den Trichter mit Sprachen? Liegt das an deiner türkischen Familie, dass du gesagt hast, ach, neue Sprachen könnte ich ja noch ausbauen? Und was genau hast du da gemacht? Ja, das ist richtig. Ich bin danach nach Freiburg gegangen auf ein Berufskolleg. So nennt man das in Baden-Württemberg. Ich weiß nicht, ob es dieses Schulmodell heute auch noch gibt. Das ist ja jetzt auch schon wieder über 10 Jahre her. Da ging es darum, dass, also das ist quasi eine Art schulische Ausbildung mit Praxisbezug. Mhm. Und da haben wir beispielsweise gelernt, neben dem ganz klassischen Englisch auch Business-Englisch oder Spanisch, auch Business-Spanisch haben wir gelernt, Buchhaltung, BWL. Also wirklich, dass man im Ergebnis in ein Unternehmen kommt und irgendwie sinnvoll mitarbeiten kann und einen Überblick hat über die Vorgänge in einem Unternehmen. Warum Fremdsprachen? Ich glaube, sicherlich hat das auch was mit dem Elternhaus zu tun, dass ich mehrsprachig aufgewachsen bin. Ich habe einfach ein Faible für Sprachen. Ich habe mich jetzt erst wieder angemeldet für einen Kurs, für einen Italienischkurs. Der beginnt nächste Woche. Oh. Ja, ich finde das toll und ich bin auch ganz gerne, muss ich sagen, in Italien. Insoweit ergibt es auch Sinn, dass ich jetzt mal einen Italienischkurs absolviere. Aber genau, also ich habe einfach ein Faible gehabt und ich habe auch den Eindruck, dass mir Sprachen ganz gut lagen. Ich glaube, dass ich da nicht ganz falsch aufgehoben bin. Und so kam das dann dazu, dass ich das Berufskolleg für Fremdsprachen besucht habe und das ging dann 2 Jahre lang. Ach, wie schön. Und Talent für Sprachen, er ist ja ein wundervolles Talent. Ich habe nebenher ein bisschen angefangen, Italienisch zu lernen und Spanisch. Ja. Ach, ich bleib dann immer irgendwie nicht dran, dann fehlt irgendwie die Zeit und das ist immer das Erste, was hinten rüberfällt. Leider, ich komm, ja. Ich kann mich immer so schlecht entscheiden, weil Italienisch ist natürlich... Das ist Musik. Ja. Ja, und jedes Wort klingt wie was zu essen, finde ich. Und Spanisch kannst du halt weltweit richtig was mit anfangen. Also mal gucken, vielleicht nehme ich das jetzt zum Anlass und reiß mich mal am Riemen und hole meine Lehrbücher doch nochmal raus. Ja. Sollte ich vielleicht machen. Auch das Berufskolleg war noch nicht der ganze Weg. Du hast deinen Weg fortgesetzt zum Wegpunkt 4, Fachhochschulreife. Was hat's gebraucht, um die dann noch zu erwerben? Und hast du das auch in Baden-Württemberg? Weil das Berufskolleg allein hat dafür ja wahrscheinlich noch nicht gereicht, oder doch? Tatsächlich schon, ja. Also das Berufskolleg, das Ziel ist schon, die Fachhochschulreife zu erreichen. Die erhält man nach 2 Jahren. Also ganz normale Abschlussprüfungen, die dann stattfinden. Und wenn man die bestanden hat, dann hat man auch die Fachhochschulreife. Das Problem ist aber, dass es, und das passiert recht häufig, dass man das verwechselt mit einem Abitur. Das Abitur lässt einen ja oder befähigt einen zum Studium an einer Universität und die Fachhochschulreife tatsächlich nur zu einem Studium an einer FH. Ja. So. Und in Baden-Württemberg ist das dann auch nochmal so geregelt. Also jetzt, wenn ich dir das so als erzähle, merke ich auch, wie viel Knackpunkte dieses Absolut. Schulgesetzgebung hat. Der Knackpunkt ist hier, dass die Fachhochschulreife, die man in Baden-Württemberg erwirbt, auch nur dazu befähigt, an Fachhochschulen in Baden-Württemberg zu studieren. Aha. So. Und für mich war das in dem Moment erst einmal irrelevant, weil, wie schon eingangs erwähnt, ich hatte ja irgendwie die Idee, vielleicht werde ich Optiker. Ja, vielleicht bewerbe ich mich da einfach mal. Und das habe ich ja dann auch gemacht und habe festgestellt,
okay, hat leider nicht geklappt, weil die Ausbildungsplätze schon vergeben waren. Und ich wollte dann aber auch nicht einfach nur rumsitzen und abwarten und dachte mir, gut, was mache ich denn jetzt? Weil ich hab ja diese Fachhochschulreife, vielleicht sollte ich sie ja irgendwie mal nutzen. Und dann gab es aber wieder einen Haken an der ganzen Geschichte. Ich wollte nicht gerne in Baden-Württemberg bleiben. Und dann sah das baden-württembergische Schulgesetz vor, dass man nochmal ein 6-monatiges Praktikum in einem Unternehmen machen muss. Das stellt dann den praktischen Teil dieser Fachhochschulreife dar. Und wenn man dieses Praktikum absolviert hat, dann wird diese Fachhochschulreife bundesweit an allen Fachhochschulen anerkannt. So, dann habe ich mich bei mir zu Hause an ein größeres Unternehmen gewendet. Und da sagte man mir, dass ich gerne ein halbjähriges Praktikum machen kann und ob ich denn Lust hätte, in der Rechtsabteilung anzufangen als Praktikant. Und das war tatsächlich meine ersten Berührungspunkte mit Recht. So, und jetzt wird's langsam interessant. Und du warst dann ja auf der Fachhochschule mit Abschluss Bachelor, glaube ich. Genau. Wofür genau hast du dich denn dann entschieden? So ein bisschen klang das jetzt schon durch. Genau, meine Idee war, ja Mensch, du kennst da jetzt nicht viel anderes außer ein bisschen Recht, dann machst du doch irgendwas mit Recht. Und dann habe ich mich informiert und habe festgestellt, dass es auch tatsächlich einen Bachelor gibt in Wirtschaftsrecht. Das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch ein recht neuer Studiengang, aber es gab ihn und ich fand dann die Kombination auch interessant, weil ich ja eben durch das Berufskolleg so einen kleinen wirtschaftlichen Einschlag schon hatte und dann eben die Verbindung zum Recht durch das Praktikum und so kam das dann. Aber ich muss auch dazu sagen, das gehört auch dazu, ich habe mich um das Studium nicht nur bemüht, weil ich unbedingt studieren wollte zu dem Zeitpunkt. Das war immer noch eher entfernt in meinem Kopf. Es war so, dass ich das auch als Anlass gesehen habe, um mal aus Baden-Württemberg rauszukommen, aus meinem Dorf. Und ich bin dann nach Berlin. Ich habe mich dann an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin eingeschrieben und habe dort Wirtschaftsrecht studiert. Und tatsächlich war ich auch so ein bisschen das Versuchskaninchen in meinem Freundeskreis, weil bis zu dem Zeitpunkt hat eben niemand studiert. Und ja, so kam ich dann zum Wirtschaftsrechtsstudium. Genau. Ich finde das sehr beeindruckend, weil man ist ja in einem gewissen Alter ja schon immer sehr geprägt durch den Freundeskreis, durch das Umfeld. Ja. Und dann zu sagen, ist mir egal, was ihr macht, ich probiere das jetzt, ich studiere und dann auch noch gleich wegzuziehen. Also irgendwie ist es natürlich, liebe Grüße an Tillmann, ist es natürlich nachvollziehbar, aus Baden-Württemberg wegzuziehen, dann noch nach Berlin, kann ich sehr, sehr gut verstehen. Aber ich finde es schon einen sehr, sehr mutigen Schritt und es hat sich ja gelohnt, denn tada, ja. Der nächste große Wegpunkt, du konntest jetzt Jura studieren. Ganz gut. Und du hast es auch gemacht. Ja. So, und welche Uni hast du dir ausgesucht? Ja, vielleicht noch kurz zu der Studienberechtigung an der Universität. Das war der tolle Nebeneffekt. Der Bachelor ersetzt das Abitur. Das heißt, das war quasi jetzt meine Zugangsberechtigung zur klassischen Universität. Und ich habe mir dann, ja, ich war ja in Berlin und habe mir natürlich die Humboldt-Universität ausgesucht. Die hat einen ganz guten Ruf für Jura insbesondere und aber auch ganz allgemein. Und die hatte eine sehr zentrale Lage in Berlin. Die Freie Universität gibt es ja auch noch. Die ist aber ein bisschen weiter am Rande von Berlin. Und das war dann so, dass ich darauf gehofft habe, vielleicht in ein höheres Semester eingestuft zu werden, weil ich ja schon Scheine im Recht hatte, im Wirtschaftsrecht. Ja. Also habe ich ein Beratungsgespräch mit der Humboldt-Uni vereinbart. Und da wurde mir gesagt, dass ich als sogenannter Quereinsteiger gelte. Und das bedeutet, dass alle wechselnden Jurastudenten, beispielsweise wenn jemand aus Heidelberg kommt, dort gerade Jura studiert und dann nach Berlin an die Humboldt möchte, dass diese Personen bevorzugt werden. Ja. Und dann hieß es, dass dadurch zu 99% klar ist, dass ich wahrscheinlich keinen Platz bekomme an der Humboldt-Universität für ein höheres Semester. Ich wollte aber nichts dem Zufall überlassen und habe danach Deutschland eigentlich beworben. Ja, weil ich dachte mir so, okay, nee, dann gehe ich wieder weg. Dann gehe ich an eine andere Universität, dann ziehe ich halt um. Und tatsächlich war das dann so, dass ich in Leipzig auch eine Zusage hatte. Da habe ich mich auch schon immatrikuliert und dann habe ich, glaube ich, eine Woche vor Studienbeginn in Leipzig eine Zusage bekommen an der Humboldt aus dem Nichts.
Und da musste ich alles zurückschrauben, was ich in Leipzig schon organisiert habe. Und dann durfte ich tatsächlich Jura an der Humboldt-Universität studieren. Das lag aber vielleicht noch als kleine Ergänzung daran, dass, also ich durfte ins zweite Semester einsteigen, das lag aber daran, dass nach dem ersten Semester keine Abschlussprüfungen stattfanden in Jura an der Humboldt-Universität zumindest. Das war so ein Modellstudiengang, sodass ich nach dem zweiten Semester sowohl den Stoff des zweiten Semesters als auch des ersten Semesters aufarbeiten musste. Und dann am Ende des zweiten Semesters hatte ich die komplette Abschlussprüfung. Das war dann die Zwischenprüfung. Wow, das ging ja fix und Glück gehabt. Und vor allem, Ja, das ja. ist so weird. Bei mir ist es natürlich ohne diesen spektakulären Weg zur Uni ganz ähnlich so gegangen. Mir noch zentrale Visas, ZVS, Studienplatzvergabe. Und ich wollte eben auch von zu Hause weg und wollte damals in Richtung meines damaligen Freundes gehen, also nach NRW, aus Bayern nach NRW. Und da habe ich einen Platz gekriegt in Frankfurt. Und ich hätte einfach nur kotzen können. Ich kann es nicht anders sagen. Ich wollte nicht nach Frankfurt. Und dann habe ich gedacht, naja, es hilft ja nun nichts. Dann erstmal da anfangen und dann wechseln. Hab aber einfach so aus dem Gefühl heraus mich bei allen anderen Unis auch beworben in NRW. Und es gab da so eine Studienplatzverlosung. Also ein kleiner Teil wurde einfach frei verlost, also nicht Landeskind, nicht. Und ich stand in einer Mietwohnung, in einer Studentenwohnung, um zu unterzeichnen. Und dann kam die Nachricht, dass ich doch einen Platz in NRW habe. Und ich hatte auch schon alles auf den Weg gebracht, alles wieder gecancelt. Und ich war so froh, weil Frankfurt hätte ich irgendwie nicht so gern machen wollen. Also das war auch bei mir der Vorteil. Ich habe ja immer ganz bescheiden in Studentenwohnheimen gelebt und die Studentenwohnheime hatten, das ist sicherlich heute noch schlimmer, ellenlange Wartelisten. Das heißt, wenn jemand abgesprungen ist, dann war das nicht so schlimm, weil das Studentenwerk wusste, da kommt sowieso gleich der nächste auf der Warteliste hinterher. Deswegen war das ein bisschen flexibel tatsächlich. Das war auch ein großes Glück, weil, ja, stell dir vor, man hat schon den Mietvertrag unterschrieben und muss dann da irgendwie rauskommen, wenn man denn überhaupt rauskommt nochmal auf die Kürze. Ja, das hat alles einen eigentlich tatsächlich Perfekt gut gepasst. funktioniert. Ja, Ja, perfekt hat sich gut gepasst. ergeben. Das mit den Wartelisten war in Frankfurt in der Tat auch so. Für die Studenten Ja. ein Riesendrama. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Und jetzt, Nedrit, können wir da Ja. einsteigen, wo ich eigentlich immer einsteige. Warum Jura? Also, wir haben schon gehört, du hast vorher beim Wirtschaftsrecht so ein bisschen, ja, Blut geleckt, eigentlich letztlich in der Ja. Firma, in der du vorher warst. Aber warum Jura und warum dieser unbedingte Wille, wenn ich mir einfach diese ganzen Schritte überlege, die du gegangen bist? Klar hat sich der Wunsch dann erst rausgebildet, aber Ja. warum Jura? Also genau wie du schon sagst, es war nie das ausgemachte Ziel von Anfang an, aber es hat sich dann immer mehr gezeigt und es hat am Ende, also bei mir kam der entscheidende Moment, als ich die Bachelorarbeit im Wirtschaftsrecht geschrieben habe, weil da habe ich das erste Mal dann wirklich sehr analytisch gearbeitet und habe ich einfach bemerkt, das finde ich total spannend, das mag ich. Ich setze mich gern damit auseinander. Ich habe gern den Kopf über einem Buch und nehme die Texte auseinander und zerteile das in die kleinsten Teile sozusagen. Und da war ich einfach, glaube ich, mit Jura dann ganz gut bedient, weil genau das ist Jura, im analytisch Denken. Und ich fand das dann auch sehr spannend, dass man mit Jura einen wirklich guten und interessanten Einblick gewonnen hat, wie unser System eigentlich funktioniert und wie das aufgebaut ist. Und das fand ich spannend, weil bis zu dem Zeitpunkt wusste ich auch einfach sehr vieles noch nicht. Wie funktioniert was und warum ist dieses und jenes denn so? Und also das hat mich sehr interessiert und ich habe einfach festgestellt, da bin ich gut aufgehoben. Den Eindruck machst du auf jeden Fall. Was du ja jetzt unmittelbar vergleichen kannst, das finde ich sehr, sehr spannend. Jura war ja letztlich dein Zweitstudium. So, und das heißt, du kannst aus erster Hand vergleichen Studium FH und Uni. Was waren da für dich die größten Unterschiede? Ja, tatsächlich war das schon ein, ja, sogenannter, ja, wenn ich es so nennen möchte, ein kleiner Kulturschock plötzlich, als ich dann die Universität besucht habe, sowohl inhaltlich als auch menschlich. Inhaltlich habe ich sehr schnell verstanden, dass es natürlich deutlich akademischer ist, viel theoretischer.
Die Fachhochschulen sind ja vor allem darauf ausgelegt, eine praxisnahe Ausbildung anzubieten. Das ist schon ein Unterschied, finde ich. Also zumindest in meinen Augen war die Universität und das, was dort gefordert wurde, anspruchsvoller. Und menschlich ist mir natürlich auch aufgefallen, dass, ja, das ist, ja, wenn man so sagen möchte, deutlich elitärer zugegangen ist. An der Fachhochschule ist es ja so, dass man auch tatsächlich ohne Schulabschluss oder ohne höheren Schulabschluss studieren kann, wenn man eine Berufsausbildung und einige Jahre Berufserfahrung mitbringt, dann kann man auch zur Fachhochschule zugelassen werden. Und bei mir im Wirtschaftsrechtsstudium war das damals so, dass es war sehr, sehr gut verteilt zwischen ganz klassischen Abiturienten und denjenigen, die durch den Berufszweig eben zugelassen wurden. Und da habe ich dann auch immer sehr schnell Kontakt geknüpft, weil wir hatten ja alle irgendwie eine sehr vergleichbare Ausgangslage. Da waren die Hürden ja einfach ein bisschen niedriger, würde ich sagen. Und an der Uni habe ich dann im direkten Vergleich schon mich erst einmal orientieren müssen und habe festgestellt, dass es schon anders funktioniert. Echt? Ja. War das? Ja. Überrascht mich jetzt. Berlin und elitär? Ich habe immer so das Gefühl, wir sind so ein bisschen die Hauptstadt der Assis. Also, naja, das ist jetzt hart ausgedrückt, aber ich nehme Berlin immer als relativ, ja, bunt und keine Ahnung, locker. Aber gut, ja. Ich war natürlich hier nicht an der Uni. Ich war an der Universität Bonn. Das ist doch das auch war, eine sehr... Aber richtig... Oh, ja, ne? Ja, ja. Richtig schlimm. Richtig schlimm. Also da bin ich mit... Ich habe das, glaube ich, im Podcast schon ein paar Mal erzählt. Ich war halt... idealerweise möglichst wenig in der Bib. Ich habe Arbeit in der Bibliothek gehasst. Ich war mal da Kopierkarte. Aber wenn dann halt so mit Army-Baggies, weißt du, dass du deinen ganzen Krimskrams irgendwo reinstopfen kannst und wirklich das Bild bei uns in der Bibliothek, ich weiß gar nicht, ob ich jemals wieder so oft über die Schultern geworfene und vorne geknotete Pullover gesehen habe. Ja. Das ist die Uni von Anzug und Chanel-Kostümchen gewesen und Perlenkette. Fand ich schon krass. Also ich hatte meinen Freundeskreis eher außerhalb der Uni, weil das so meine Welt einfach nicht ist. Ja. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das in Berlin auch so krass ist. Also ich glaube, also ich meine, das ist ein Riesenstudiengang. Und Berlin ist ja, wie du schon sagst, bekannt dafür schon auch sehr divers zu sein. Und das spiegelt sich schon in dem Studiengang auch wieder. Aber nicht so stark, war zumindest mein Empfinden, wie es sich in anderen Studiengängen gezeigt hat. Also, um es vielleicht plakativ zu formulieren, Jura bleibt sicherlich Jura, auch wenn es in Berlin stattfindet. Und da gab es natürlich die ein oder anderen Misfits, ganz klar, die quasi jetzt überhaupt nicht in dieses typische Bild gepasst haben. Ja. Aber im Großen und Ganzen gab es da schon viele Ähnlichkeiten. Also, da ging es dann schon um die Frage, ja, und in welchem Stockwerk sitzt die Kanzlei deines Vaters in der Frankfurter Skyline? Also, das sind schon so typische Gespräche gewesen teilweise und auch optisch. Okay. Es ist ja kein Geheimnis, dass es steht ja dieses Bild der Jurastudent im ersten Semester im Anzug. So ganz schlimm war es nicht, aber es ging vielleicht schon auch in diese Richtung. Also Chanel waren sicherlich kein Fremdwort in Berlin. Ja, guck, aber es ist doch überhaupt nicht, also ist halt so. Dann sind wir beide eben zwei wandelnde Misfits. Ganz genau, ja. Das macht uns dann halt besonders, wobei ich ehrlich sagen muss, es hat sich meinem Empfinden nach viel getan in der Jura-Bubble. Zumindest bei den Menschen, mit denen ich jetzt so zu tun habe, Kolleginnen und Kollegen. Wir sind eine wundervolle, bunte Bubble voller Misfits. Total, also ich muss auch das ergänzend dazu sagen, ich habe natürlich im Laufe der Zeit tolle Menschen kennengelernt in dem Studium. Das sind heute ganz enge Freunde von mir und das möchte ich auch nicht mehr missen. Also das ist natürlich auch viel überspitzt, ne? Aber es ist schon so, dass ich da tolle Menschen kennengelernt habe und bis heute sind wir ganz eng verbunden. Ich glaube, dass vielleicht einfach eine gewisse Festigung der Persönlichkeit notwendig ist, weil wenn du anfängst, Jura zu studieren, ich glaube nicht, dass alle, die sich diesem Bild so, ich will jetzt mal bewusst sagen, unterordnen, tief in sich drin so sind, sondern du bist vielleicht ein bisschen unsicher, es ist ein neuer Abschnitt im Leben, da machst du halt erstmal das, was du denkst, dass du machen sollst. Ja. Und wenn deine Persönlichkeit halt ausreichend gefestigt ist, du ein bisschen zu dir gefunden hast, dann wird dir vielleicht auch klar, hey, es ist völlig okay, so zu sein, wie ich bin. Und das werde ich aber jetzt auch sein. Ja, man darf natürlich nicht vergessen, dass
auch gerade die ersten Semester, das ist ja noch ein Alter, in dem man sich sehr stark noch entwickelt. Ja, das gehört einfach dazu. Deswegen, ich stimme dir voll und ganz zu. Und du hast noch was besonders gemacht, weil wir jetzt gerade dabei sind. Bist dir nicht nur selbst treu geblieben, sondern du gehörst auch in anderer Hinsicht zu ganz wenigen Menschen, die ich kenne, die sich einen eigenen Weg gesucht haben. Ah, du hast dich ohne kommerzielles Rap Ja. aufs Examen vorbereitet. Als du mir das erzählt hast, dachte ich, bam. Ich bin ehrlich, ich hätte den Mut nicht gehabt, weil ich da schon jemand war, der voll angesprungen ist auf das, und ich sag's ganz bewusst, wie es ist, Geschäft mit der Angst. Warum hast du auf ein kommerzielles Rap verzichtet? Das war leider auch eine notgedrungene Entscheidung. Also meine Mutter war alleinerziehend und das Geld war immer knapp. Es war auch klar, dass wenn ich studiere, dass so gern sie mich auch unterstützt hätte und das auch alles an sich total unterstützt hat, dass die finanzielle Unterstützung auf der Strecke bleiben würde. Und das war mir bewusst und das war daher auch für mich von Anfang an klar, dass ich kein kommerzielles Rap machen kann und werde. Ich habe mich natürlich auch mit einigen Minijobs über Wasser gehalten und habe auch BAföG bekommen. Aber das kommerzielle Rap ist schon sehr teuer und also da wird einem schon tief in die Tasche gegriffen und das kann man nicht einfach mal so parallel stemmen. Zumal ich war ja dann schon auch in dem Alter, dass es eben kein Kindergeld mehr gab. Es war ja mein Zweitstudium. Es gab dann auch die Krankenversicherungszahlungspflicht als Student. Da ging auch wieder Geld weg jeden Monat. Also das war einfach schwierig. Daher habe ich von Anfang an gesagt, gut, ich mache das selbst und habe das dann auch so durchgezogen. Und grundsätzlich hätte ich aber gerne auch ein kommerzielles Rap gemacht, wenn es möglich gewesen wäre. Ja, ich finde das aber ganz, ganz großartig, weil ich glaube, damit machst du vielen, die jetzt zuhören, und wir haben viele Lauscher da draußen, die auch noch studieren, vielleicht einfach Mut. Weil, wie du sagst, dieses Rap war, ich habe die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber das war irrsinnig teuer. Ja. Schon damals vor 100 Jahren, als ich das Rap besucht habe. Es waren irrsinnige Beträge und ich fand schon, also mir hat es schon geholfen, klar. Weil es dir natürlich in gewisser Weise abnimmt, die Strukturierung des Stoffs oder so, wenn du dich Genau, einfach ja. da langhangelst. Ich glaube aber auch, wenn man diszipliniert genug ist, das geht auch ohne. Hätte niemals den Mut dazu gehabt, bin ich ganz ehrlich, bin da, wie ich es gesagt habe, Geschäft mit der Angst. Ja, Ich ja. bin da voll drauf gegangen. Was waren denn jetzt für dich die größten Schwierigkeiten bei der Vorbereitung ohne Rap? War das eher, ja, die mentale Hürde, die du zu nehmen hattest, weil ich meine, alle um dich herum haben wahrscheinlich einen Rap gehabt. Du wirst Ja. ja nicht viele gekannt haben, die es auch ohne gemacht haben, oder waren das doch eher lernstrategische Dinge, bei denen du das Gefühl hattest, wie kriege ich das jetzt hin? Also, dass es ohne Rap klappt, hast du ja Ja. offensichtlich eindrucksvoll bewiesen. Ich stelle es mir schwierig vor. Was war so das Schwierigste daran? Also tatsächlich eine Mischung aus beidem, also sowohl mentale Herausforderungen als auch lernstrategische. Mental, weil ich einfach zu diesem Zeitpunkt, aber da bin ich auch nicht der Einzige, das geht allen Jurastudenten so, ich war mit einer unfassbar großen Menge an Stoff konfrontiert und das Ziel war, innerhalb von kürzester Zeit im Rap natürlich diesen Stoff drauf zu haben und das dann eben auch eigenständig. Und ich, wie schon gesagt, das ist ja mein Zweitstudium gewesen und ich wusste, ich möchte es jetzt auch nicht auf die lange Bank schieben. Ich wollte gern den Freischuss haben. Das bedeutet, dass man in der Regelstudienzeit dann das Staatsexamen ablegt. Das hat auch zum Glück am Ende alles gut geklappt. Und das war dann aber schon so, dass ich gesagt habe, ich nehme ja auch nicht 1,5 Jahre Zeit für die Rap-Vorbereitung, weil das ist ja so der gute Standard eigentlich, sondern ich beschränke das tatsächlich auf 1 Jahr. Punkt. Und habe das dann durchgezogen und ich hatte aber auch immer, also ich hatte schon vorher meinen sehr festen Freundeskreis von zu Hause, aber dann auch eben vor Ort die ganzen Mitstreiter, die ich kennengelernt habe, die jetzt auch meine engen Freunde sind, da haben wir uns natürlich gegenseitig abgeholt, ne? Also man steckt ja in derselben Situation und ich will auch ganz klar sagen, dass das Jurastudium ist für jeden anstrengend. Das ist ganz unabhängig von Background oder von der finanziellen Lage. Also das ist ein wirklich eine immense Leistung, die einem da abverlangt wird. Ja. Einfach hat es niemand.
Und lernstrategisch hatte ich aber auch meine Schwierigkeiten, weil ich, ja, dann, das klang ja schon auch an, natürlich nicht aus einem total leistungsorientierten Elternhaus gekommen bin und dann schon auch gemerkt habe, okay, ich muss hier ganz andere Seiten aufziehen und wie du schon sagst, Disziplin und sich immer wieder selbst motivieren und Jura setzt eine hohe Frustrationstoleranz voraus, meiner Meinung nach. Also man muss immer wieder und immer wieder sagen, gut und weiter geht's und weiter geht's. Und das war dann für mich natürlich auch eine Herausforderung, aber es hat am Ende geklappt. Es war für mich aber auch klar, ich muss die Nebenjobs aufgeben, damit ich das in einem Jahr schaffe, weil ich die Zeit einfach brauche. Und es war auch klar, dass mir der lernfreie Sonntag, den ich mir eigentlich eingetragen habe, dass er wegfällt. Also es war dann wirklich Montag bis Sonntag Bibliothek angesagt und das für ein Jahr. Genau, aber es hat am Ende funktioniert und der Freischuss hat gewunken. Wow. Den habe ich schön links liegen lassen, sozusagen. Ja. Ich hatte echt Riesenschiss vorm Examen und sagen wir so, hab das schön vor mich hin prokrastiniert, um am Ende dann völlig durchzudrehen und nichts anderes mehr zu machen als zu lernen. Und das mit Rep, weil wie du sagst, es ist ein wirklich anspruchsvolles Studium und bei mir war es noch so, es gab ja nicht mal eine Zwischenprüfung. Aha, okay. Ja. So, das heißt, du studierst einfach, ja. Du studierst da einfach ewig vor dich hin und irgendwann meldest du dich halt an und dann musst du auf einmal alles können. Ja, so, genau. Also das fand ich halt richtig, richtig furchtbar. Das fand ich auch mental wirklich herausfordernd. Und ich hatte nicht all das zu wuppen, was du noch zu wuppen hattest. Ich habe auch gearbeitet, aber also das Rap war Gott sei Dank drin. Da konnten meine Eltern mich auch unterstützen. Und ich weiß auch nicht, ob ich das mental ohne geschafft hätte. Deswegen hast du ein paar konkrete Tipps für Studis da draußen, die sich auch ohne Rep aufs Examen vorbereiten wollen oder eben müssen? Ja, definitiv. Vor allem für diejenigen, die notgedrungen das Rep selbst machen müssen. Das sind allerdings auch eher unkonventionelle Tipps. Also nur als Beispiel, ich bin da sehr erfinderisch geworden. Ich bin absolut kein auditiver Lerntyp. Also ich brauche wirklich ein Buch und im Idealfall muss ich da auch reinschreiben können und markieren können und verweisen können. Also ich brauche einfach ein eigenes Buch. So, deswegen konnte ich auch schlecht mit Bibliotheksbüchern arbeiten, weil da kannst du ja nicht reinschreiben. Und auch ich weiß, auch wenn das viele, viele Jurastudenten machen oder Seiten rausreißen, aber genau, das kam, also es war für mich klar, dass ich diese Lehrbücher brauche. Und die sind natürlich auch nicht günstig. Also wenn man bedenkt, dass man wirklich verschiedene Rechtsgebiete vorbereiten muss und für jedes Rechtsgebiet ein einzelnes Buch kaufen muss, dann ist man schnell bei einer guten Summe. Ja. Also habe ich mich gefragt, okay, wie komme ich vielleicht kostenfrei an diese Bücher und habe mir ein Geschäft ausgedacht. Ich habe die Verlage angeschrieben und habe gesagt, ich hätte hier vielleicht einen kleinen Deal für euch. Wie wäre es, wenn ich, also war auch sehr dreist, muss man sagen, wie wäre es, wenn ich kostenfreie Exemplare bekomme und euch im Gegenzug darauf hinweise, wenn mir typografische Fehler auffallen oder wenn Quellenverweise nicht, wenn irgendwas auffällig ist, was irgendwie nicht stimmig ist oder dass ich eben beispielsweise angeboten habe, eine Rezension zu schreiben. Das kam dann wirklich dazu, dass man darauf einging und gesagt hat, gut, dann schick mir dir hier dieses und jene Buch. Und so kam ich dann tatsächlich an diese kostenfreien Exemplare. Stark. Das war zum Beispiel so eine erfinderische Lösung, weil man muss irgendwie erfinderisch werden, hatte ich das Gefühl. Und dann kann ich aber auch nur empfehlen, ganz offen auch über die Situation zu sprechen. Also im Studium ist es ja so, dass man regelmäßig aufgefordert wird, den Semesterbeitrag zu bezahlen. Und wenn man den nicht fristgerecht bezahlt, dann droht ja die Zwangsexmatrikulation. Ja. Und bei mir war das oft eben schwierig in der Frist und ich habe mich dann auch ganz offen an den Studierendenservice gewandt und da ging man immer wirklich sehr verständnisvoll ein und hat mir sehr wohlwollende Fristverlängerungen eingeräumt, dann zahlen Sie doch bis da und dahin, schaffen Sie das? Und dann habe ich gesagt, gut, na klar, das kriege ich hin, das passt. Und also da kann man auf viel Verständnis auch stoßen und Hilfsbereitschaft und das muss man aber natürlich auch, ja, so es ist natürlich eine Herausforderung, das dann auch immer so offen darzulegen. Aber ich habe damit positive Erfahrungen gemacht und ich kann es eigentlich auch nur jedem empfehlen, wenn er in einer ähnlichen Situation sich wiederfindet. Das finde ich, das sind richtig, richtig gute Tipps. Und insofern auch wichtig, als für viele Menschen da ja eine große Hürde ist, ja, sich dann da an die zuständige Stelle zu wenden, offen zu sagen, sorry, das ist gerade knapp, ich krieg das nicht binnen Frist hin. Ja. Dass aber genau das, ein ehrlicher Umgang damit,
Ich meine, du hast ja jetzt nicht alles im Casino verzockt sondern du hast ja alles gegeben, um dir dieses Studium zu ermöglichen und dann einfach offen damit umzugehen und zu sagen, hey, gibt's irgendeine Möglichkeit, mir da zumindest mit einer Fristverlängerung zu helfen und dann zu sehen, hey, das funktioniert. Deswegen, ihr Lauscher da draußen, wenn euch das auch ab und zu so geht, das sind doch wirklich gute Tipps, einfach offen damit umgehen. Ja. Gab es sonst irgendwie Möglichkeiten, Unterstützung zu bekommen oder Förderung? Hast du da irgendwas für dich noch entdecken können? Also abgesehen vom klassischen BAföG habe ich beispielsweise auch, das war auch ein ganz großes Highlight im Bachelorstudium bei mir damals, habe ich Auslands-BAföG bekommen. Das muss man nochmal separat beantragen. Und damit habe ich mir dann auch ermöglichen können, einen Aufenthalt in Sydney gewuppt zu bekommen. Und war dann dort in der Kanzlei als Praktikant tätig. Also da kann man sich auf jeden Fall informieren. Es gibt beispielsweise eben genau dieses Auslands-BAföG. Ich denke nicht, dass sich bis heute irgendwie großartig was daran geändert hat. Und also dass es das auch noch immer gibt, das meine ich damit. Und natürlich Stipendien. Da muss ich sagen, dass ich auch das Glück hatte, für zumindest ein Semester ein Bücherstipendium zu erhalten. Da wurde ich dann, ja, ein Semester lang mit Büchergeld, das waren 100 € im Monat, das kann ich ja so sagen, unterstützt und das ging eben ein Semester lang. Also da muss man einfach schauen, es gibt Angebote und ich habe aber auch aus meinem Umfeld die Erfahrung gemacht, also nicht nur selbst, sondern auch aus dem Umfeld, dass gerade Stipendien dann, auch wenn sie sich explizit an sogenannte Bildungsaufsteiger richten, ja manchmal vielleicht doch nicht das erfüllen, was man sich erhofft hat. Ja, also dass man dann trotzdem Schwierigkeiten hat, an solche Stipendien zu kommen tatsächlich. Aber auf jeden Fall ein guter Hinweis, da mal sich ein bisschen schlau zu machen, was es denn im eigenen Umfeld für Möglichkeiten gibt oder vielleicht auch überregional. Definitiv, ja. Das nehmt euch auch nochmal als Tipp mit. Nedret, ich habe es schon vorhin mehrfach angedeutet. Ich find's unfassbar, was du geschafft hast. Ich finde dich großartig. Deine Zielstrebigkeit, dein Durchhaltevermögen hat mich wirklich krass beeindruckt. Und ich bin mir ganz sicher, deine Mama ist mega stolz auf dich. Was mich interessiert, bist du es denn selbst auch? Ja, das ist natürlich eine sehr interessante Frage, weil ich stelle mir diese Frage auch oft. Und ich habe noch keine richtige Antwort darauf, weil subjektiv, also es ist ja immer sehr leicht, auf andere Menschen stolz zu sein und das so auszusprechen, aber mit sich selbst ist man ja immer etwas kritischer. Mhm. Und subjektiv ist es dann natürlich schwierig, dass man wirklich sich mal hinstellt und sagt, ich bin stolz auf mich. Ich versuche das aber immer mehr und versuche da auch einfach anzuerkennen, dass es bisher nicht einfach war, aber auch anzuerkennen, dass es für viele andere Menschen, ganz unabhängig von Migrationshintergrund oder eben ohne Migrationshintergrund, ganz unabhängig davon, dass es für viele Menschen natürlich auch schwierig ist und sein kann. Genau, aber um es vielleicht zusammenzufassen, es gelingt mir immer mehr, so auf mich stolz zu sein. Aber ich weiß auch, dass natürlich da noch ein Weg bevorsteht, auch in der Karriere etc. Und der will natürlich auch noch gemeistert werden. Also es ist noch nicht Pause sozusagen oder noch kein Stopp zu verzeichnen. Es ist natürlich nicht der letzte Wegpunkt. Du bist noch jung, du kannst noch ganz viel andere Dinge erreichen. Aber die Lauscher wissen das. Wir beide haben uns natürlich vorher schon unterhalten. Und dein Werdegang hat mich wirklich geflasht. Was mich dann aber richtig geflasht hat, war, das hast du in so einem Nebensatz gesagt, so, ja, ach, es ist für dich halt so, ja, irgendwie hast du immer das Gefühl, dir fehlt der Background und du hast immer das Gefühl, dich immer weiter beweisen zu müssen und dass du immer das Gefühl hast, noch eine Schippe draufzulegen. Und deswegen habe ich so ganz gezielt danach gefragt, ob du eigentlich stolz auf dich bist, weil ich finde, wenn du dir überlegst, dass es heutzutage Menschen gibt, ja, die stolz drauf sind, beziehungsweise meinen, stolz drauf sein zu können, dass sie eine bestimmte Nationalität haben. Ja, ich finde das auch mega absurd, weil dazu hast du nichts beigetragen, dass du eine bestimmte Nationalität hast. Aber ist es nicht angezeigt, und müssen wir das auch an euch da draußen, liebe Lauscher, ist es dann nicht angezeigt, dass wir mal auf unseren eigenen Werdegang gucken und gerade in deinem Fall sich mal klar zu machen, Alter, wow, guck mal, wo ich losgelatscht bin.
das war ganz da hinten. Und die Karten, die mir am Pokertisch in die Hand gedrückt wurden, die waren jetzt vielleicht echt nicht optimal. Und du hast mir erzählt, deine Mom ist Gastarbeiterin, hat am Fließband geackert, konnte dich nicht so unterstützen, wie es sie sich's gewünscht hätte und du natürlich auch. Und es waren ja nicht nur die finanziellen engen Möglichkeiten, sondern einfach dieses Durchhaltevermögen von der Hauptschule zur mittleren Reife, zur Fachhochschulreife, zur Hochschulreife. Jura studiert, Referendariat absolviert und jetzt Anwalt. Und das noch mit ganz ohne Unterstützung in einem kommerziellen Rap. Und ich finde, wenn man sich das alles anguckt, was du dir alles erarbeitet hast, dann gewöhn dich an den Gedanken, das ist echt eine tolle Leistung und sag dir das doch ab und zu mal, hey, ich bin offensichtlich ein Kämpfer, ein Marathonläufer und das ist was, worauf ich stolz sein darf. Und jetzt verrate mir, warum hast du auch heute noch, also es hat sich zu unserem letzten Gespräch ja schon ein bisschen was getan, du sagst ja, du arbeitest dran, es wird immer besser, aber ja, warum hast du immer noch das Gefühl, dass du irgendwie ein bisschen in der Beweislast bist? Hast du nicht genug bewiesen? Woran liegt das? Ist das der schulische Werdegang oder die Herkunft deiner Familie? Warum hast du das Gefühl, du bist in der Bringschuld immer noch? Ich glaube, das Problem mit der Bringschuld oder der Beweislast, wie auch immer man das nennen möchte, dass man immer das Gefühl hat, auch nochmal, wie du schon sagst, nochmal eine Schippe drauflegen zu müssen, das hat eigentlich tatsächlich zwei Aspekte. Der eine betrifft einen selbst, also die Einstellung zu sich selbst, aber, und ich glaube, das ist entscheidend in diesem Zusammenhang, ist auch das, was man von außen wahrnimmt. Also, um das vielleicht kurz zu erklären, es herrscht ja oft, das ist nun mal so, schnell ein pauschalisierendes Bild in der Gesellschaft, und das betrifft sozial Schwache mit Migrationshintergrund, aber auch ohne Migrationshintergrund, also ganz unabhängig, ob man sagt, hier türkische Herkunft oder Bürgergeldempfänger. Dabei steht einfach oft eine Verallgemeinerung, so kann man das wahrscheinlich schon formulieren. Und wenn sich beispielsweise da einer verkehrt verhält, dann ist es schon so, dass sich oft die anderen in dieser Gruppe diesen Vorwurf auch gefallen lassen müssen. Und dann passiert es natürlich sehr schnell, dass man das Gefühl hat, auch für andere Verantwortung aufgedrückt zu bekommen und dass die eigene Leistung dadurch immer ein bisschen relativiert wird und dass das nicht so wirklich die Anerkennung findet und dadurch entsteht oder dadurch schleicht sich dann subjektiv im eigenen Empfinden das so ein, dass man denkt, ja, ich muss zeigen, dass das nicht zutrifft. Also man muss es immer wieder widerlegen sozusagen. So führt das von außen eben zu dem subjektiven Empfinden, dass man immer wieder nochmal eine Schippe drauflegen muss. Das heißt, es ist aber doch, also du antizipierst, dass du das tun musst, um ein vielleicht in der Gesellschaft streckenweise vorherrschendes Vorurteil widerlegen zu müssen. Ja, genau. Aber ja. Wirst du auch unmittelbar mit diesen absurden Vorurteilen konfrontiert? Oder ist das eher so ein subjektives Gefühl ohne Entsprechung in deinem Umfeld? Also es gibt ja tatsächlich ganz gute Studien auch dazu von der OECD oder von der Bundesagentur für Arbeit, gerade im Kontext mit dem Arbeitsmarkt und dass man beispielsweise bei selber Leistung Menschen mit Migrationshintergrund weniger zutraut oder weniger vertraut. Und das zeigt sich in diesen Studien tatsächlich. Das ist aber auch stark abhängig von verschiedenen Strukturen, also sei es ein kleineres Unternehmen oder ein größeres und je nachdem relativiert sich das dann auch wieder. Aber es gibt dazu Studien, also das ist nicht nur meine ganz persönliche Wahrnehmung, das ist tatsächlich untersucht worden. Und es gibt aber auch, da fallen mir spontan zwei Beispiele ein, es gibt natürlich auch in meiner Erinnerung zwei Ereignisse, das ist beispielsweise, also da könnte ich jetzt ein bisschen ausufernd werden, aber ich versuche es kurz zu halten. Ich war als Referendar in einer Strafrechtsboutique unterwegs und habe da, also war eine tolle Zeit und habe mich da gut ausbilden lassen. Und da hatte ich auch das große Glück, mal bei einem Haftbesuch eines Kollegen mitzukommen. Mhm. Das ist ja nicht immer erlaubt. Und dann meinte der Kollege zu mir, er kündigt mich vorher an und fragt bei der JVA an, ob das überhaupt in Ordnung ist, wenn der Referendar begleitet.
So, dann hieß es, das sei kein Problem und das ist schon in Ordnung, kommen Sie einfach vorbei, hat ja auch einen Ausbildungszweck, also alles schön und gut. Und dann kamen wir dort an. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, wie der Mandant heißt. Ich habe es nicht wirklich, ich habe mich damit mit dem Fall bisher noch nicht beschäftigt zu dem Zeitpunkt. Und dann stand der Wachtmeister in der Eingangskontrolle vor mir und meinte, ach so, Sie sind ja der Dolmetscher, oder? Und dann habe ich gesagt, ah nee, ich bin der Referendar, ich begleite den Rechtsanwalt, es müsste angekündigt sein. Und dann hat man nach meinem Referendarsausweis gefragt, hat sich damit zurückgezogen und hat dann telefoniert, als man wollte das wahrscheinlich irgendwie verifizieren, dass das schon alles richtig ist, was ich sage. Ich dachte mir zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar nichts. Ich fand das eigentlich noch total in Ordnung, weil die Eingangskontrollen einfach sehr, sehr streng sind. So, das ist völlig in Ordnung und dass da nicht jeder rein spazieren kann, ist ja völlig logisch. Irgendwann später durfte ich dann auch mit in das Gespräch. Dann waren also der Mandant, der Kollege und ich in diesem Besprechungszimmer zu dritt und ich habe festgestellt, also jetzt um irgendeinen deutschen Namen zu nennen, dass der Mandant Martin Müller heißt, so, und natürlich perfekt Deutsch spricht. Und danach habe ich mich schon gefragt im Nachgang, warum wurde jetzt irgendwie ein Thema mit Dolmetschen aufgemacht und warum, also das lag ja total fern. Also ich hatte schon dann das Gefühl, da so ein bisschen veräppelt worden zu sein und dass ein Spiel daraus gemacht wurde. Das ist beispielsweise so ein Moment, der bei mir heute noch Fragezeichen aufwirft, weil für den Justizwachtmeister klar war, also nur um das kurz noch zu erklären, man kündigt sich ja an und der Kollege ist dann auch vorgegangen und hat auch mitgeteilt, dass er zu Mandant XY möchte. Also der Justizwachtmeister bei der Eingangskontrolle wusste, wen wir besuchen werden, genau. So, das sind so die kleinen Spiele, die man, glaube ich, manchmal so wahrnimmt, wo man sich fragt, musste das jetzt sein? Oder ein anderes Beispiel war, das ist sogar noch ein bisschen eindringlicher gewesen, das war am Tag der mündlichen Prüfung im zweiten Staatsexamen. Da ist es so, dass man sein Handy abgibt beim Justizwachtmeister und dafür eine Karte bekommt und auf der steht eine Nummer. Ich hatte die Nummer 18. So dass man am Ende sein Handy wieder zurückbekommen kann. Und wir haben dann zur Mittagspause, ich und meine Prüfungsgruppe haben dann zur Mittagspause unsere Handys nochmal abgeholt. Und ich hatte, wie gesagt, die Nummer 18 und der Machtmeister hat sich die Karte angeschaut und hat dann zu mir geschaut und meinte, heute fährt die 18 zurück nach Istanbul. Und ich dachte mir erst einmal, dass ich mich irgendwie verhört habe, dass ich ihn irgendwie akustisch nicht verstanden habe. Ich meine, Ich war da, das ist ja auch eine Ausnahmesituation, so eine mündliche Prüfung und man ist total im Stress und ich wollte ihm Benefit of the Doubt geben und dachte mir so, ich lächle jetzt einfach ganz freundlich, nehme mein Handy. Und danach kam derjenige, der hinter mir in der Reihe stand, um sein Handy abzuholen, zu mir und meinte, sag mal, hast du das nicht gehört, was er gesagt hat? Dann habe ich gesagt, doch, doch, aber das ist ja auch so ein Songtitel. Und es gibt einen Schlagersong, der heißt, also der Titel ist, heute fährt die 18 nach Istanbul. So. Und dann meinte er so, ja, aber ist das nicht total unangemessen gewesen? Und dann habe ich festgestellt, ja, tatsächlich schon. Also das war sehr unangemessen. Und da wusste ich auch nicht, wie ich das jetzt einordnen soll, ob er jetzt einfach einen ganz schlechten Scherz gemacht hat oder nicht. Weil ich denke mir immer so, ich versuche immer erstmal von dem Guten auszugehen und zu sagen, okay, das muss irgendwie ein Versprecher gewesen sein oder das muss ein Scherz gewesen sein. Das war sicherlich so nicht gemeint. Aber man weiß es am Ende natürlich nicht. Und vielleicht noch als ganz kleiner letzter Punkt. Ich weiß zum Beispiel von einem Referendarskollegen, dass eine Richterin wohl über ihn gesagt hätte, das ist nur ein weiteres Beispiel, dass er ja das Staatsexamen auch nur erreicht hat, weil er Migrant sei. What? Also auch da nochmal abgesprochen wurde, dass die Leistung einfach da war und dass er das verdient hat. Das betraf einen Kollegen und als ich das gehört habe, war ich auch wirklich schockiert, weil ich dachte, das kann man doch so nicht machen, vor allem nicht in diesem Amt. Also das geht grundsätzlich nicht und das steht auch so einem Amt einfach nicht. Also das irritiert und schockiert mich auf so vielen Ebenen, dass ich jetzt gar nicht wüsste, auf welche zuerst eingehen. Natürlich das Amt. Dann Prüfungsfunktion, Alter, und überhaupt die Einstellung und das zu sagen, au, ich... Also verrückt, ja. Das muss ich mal sacken lassen und ich kann nur hoffen, dass das gemeldet wurde.
Und ganz ehrlich, vorhin schon bei dem Wachtmeister, ich meine, du bist noch im Prüfungstag, ja? Ja, ganz genau. Dann, dass das überhaupt erstmal, ich hätte wahrscheinlich auch gedacht so. Ja. Ne, hat er jetzt nicht gesagt. Ah, ja, weil genau. Wahrscheinlich so, Gott, ja. Bin so wahrscheinlich Brainfuck. Aber wenn du dann noch drauf angesprochen wirst, was soll das? Ja. Ich ja. bin aber auch so vom Typ her, dass ich denke, naja, wahrscheinlich war es als misslungener Scherz gedacht. Wobei ja, ich auch genau, finde, ey, ja. das ist nicht witzig, das ist kein Scherz. Ja. Aber das mit der Richterin finde ich ja, wenn sie es denn gesagt hat, ich hoffe bei sowas immer hören, sagen, irgendwie schief angekommen. Aber ich fürchte, leider ist das wahrscheinlich genauso gefallen, finde ich schockierend. Ja. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du sowas erzählst, damit für Sichtbarkeit sorgst. Weil ich glaube, es ist immer ein super wichtiger Punkt, dass Menschen, die von sowas betroffen sind, wissen, dass sie nicht alleine sind. Ja. Ja, das tut ja auch schon mal gleich was. Und das gilt nicht nur für solche Anfeindungen, die ich unfassbar finde. Ich bin wirklich, ich habe schon viel gehört, viel gelesen und ich bin trotzdem immer wieder aufs Neue schockiert, sondern das gilt natürlich auch für so Dinge wie mit der finanziell angespannten Situation im Studium. Also vielen Dank, dass du da das mit uns teilst, auch mit deinem inneren Kritiker, weil auch das hilft vielen Menschen weiter, wenn man weiß, ey, andere haben da auch eine Baustelle. Ja, total. Ich persönlich hätte mich auch gefreut, wenn ich früher solche Informationen und Geschichten gehört hätte, weil es manchmal auch daran fehlt, auf etwas hinzuarbeiten, wo man weiß, jemand hat das schon mal genauso gewuppt bekommen und das ist nicht unmöglich und das manchmal so dieses Bild einfach gefehlt hat. Deswegen sehe ich das genauso, dass man darüber sprechen sollte. Und vielleicht aber auch noch zur Vervollständigung des Bildes. Das sind natürlich Ausnahmesituationen. Also ich gehe natürlich tagtäglich mit ganz vielen positiven Erfahrungen, Erlebnissen durch mein Leben. Und das, was ich jetzt geschildert habe, das sind natürlich Ausnahmesituationen, die sich eingeprägt haben, aber die auf keinen Fall die Regel darstellen. Zumindest nicht in meinem Leben. Genau. Das habe ich so auch nicht verstanden, aber trotzdem finde ich es wichtig, drüber zu sprechen, weil, wie du selbst sagst, es sind vielleicht Einzelfälle, Einzelsituationen, sie haben aber trotzdem so einen großen Impact auf die jeweilige Person, die eben Adressat ist. Und deswegen finde ich es so wichtig, drüber zu sprechen und eben auch offen zuzugeben, und das mache ich auch immer wieder, wir alle haben so einen inneren Kritiker, der uns immer wieder piekt und den man nicht immer gemutet kriegt. Und das ist so eins meiner Herzthemen im Podcast, da immer wieder drauf aufmerksam zu machen, ey, den haben wir alle und den muss man irgendwie einfach zum Schweigen bringen. Und deswegen, liebe Lauscher da draußen, wenn euch das auch immer wieder so geht, dass ihr tolle eigene Leistung nicht wirklich anerkennen könnt, dann hört unbedingt mal rein in die Episoden mit Karin Kuschig und jetzt ganz neu mit Natalia Wichowski. Da ist ganz viel Input dazu drin. Ich höre mir die tatsächlich auch selbst regelmäßig an. Okay. Bringt mich immer weiter. Ja. So, du bist jetzt Anwalt, Netrit. Du hast es geschafft. Du machst den Eindruck, als macht es dir wirklich Freude. Aber was liebst du denn jetzt an diesem Beruf, den du dir so erkämpft hast, am meisten? Also da könnte ich tatsächlich einiges aufzählen. Aber ich glaube, der springende Punkt ist für mich wirklich, dass man in diesem Job wirken kann, wenn man das so sagen möchte. Also man hat schon das Gefühl, dass man auch etwas Sinnvolles macht. Und in meinem Tätigkeitsbereich, also im Steuerstrafrecht und Wirtschaftsstrafrecht, kommen die Mandanten ja eigentlich eher, wenn sie ein Problem haben. Ja. Und wenn man Mandanten dann zum gewünschten Ziel führen kann, dann ist das natürlich ein total zufriedenstellendes Gefühl. Und da gehe ich auch ein bisschen auf, tatsächlich in diesem Beruf. Das kann ich verstehen, weil du einfach siehst, was du damit für einen Menschen bewirken kannst, gerade rücken kannst, genau, helfen kannst, wenn es denn funktioniert. Wie du zu den Rechtsgebieten gekommen bist, kann man grob für den wirtschaftlichen Teil ja erahnen anhand deines Werdegangs. Aber wie hat sich's dann so ergeben, dass du so deine Liebe zum Strafrecht, weil Wirtschaftsrecht ist ja ein weites Feld, da hättest du ja auch eher den zivilrechtlichen Part abdecken können. Du hast dich ja voll auf Strafrecht. Bei mir brauchst du es nicht sagen. Klar, Strafrecht ist immer der heiße Scheiß, gerade im Vergleich zum Zivilrecht. Aber warum das? Also ich glaube, jeder hat einen guten Verteidiger verdient.
Und ich habe, also grundsätzlich habe ich eigentlich wirklich, kann ich Gefallen finden an sehr vielen verschiedenen Rechtsgebieten und verschiedenen rechtlichen Fragestellungen. Also ich finde wenig langweilig tatsächlich in der Rechtswissenschaft so. Aber das Strafrecht hat mich von Anfang an schon am meisten gepackt und das liegt sicherlich auch daran, dass im Strafrecht einfach sehr bedeutende Konsequenzen drohen. Also das ist immer, das geht an den Kern. Und dann wiederum fand ich Strafrecht spannend an den Schnittstellen eben zu wirtschaftlichen, steuerlichen Vorgängen. Die Kombination fand ich einfach interessant und finde ich auch interessant. Hat sicherlich auch genau damit zu tun, dass ich eben auch schon in der Schulzeit so einen wirtschaftlichen Einschlag einfach hatte. Also die Kombination war für mich sehr sinnvoll tatsächlich. Ja, und was sind so die Themen im Rahmen der Verschwiegenheitspflicht, klar, die jetzt wirklich am häufigsten auf deinem Tisch liegen, weil Wirtschaftsstrafrecht, Steuerstrafrecht ist ja auch immer noch ein weites Feld. Gibt es so ein paar Themen, die sich einfach am häufigsten auf deinem Tisch befinden? Ja, also ich arbeite in einem Team, wir sind zu dritt. Das ist einmal mein Kollege Michael Oberbörsch und der Herr Dr. Hilmar Erb, der auch Partner der Kanzlei ist. Und wir machen hier vor allem Steuerstrafrecht. Also die meisten Fälle, die auf meinem Tisch landen, sind dementsprechend steuerstrafrechtlicher Natur. Das heißt, dass zum Beispiel eine Steuerhinterziehung im Raum steht und das kann beispielsweise der Fall sein, wenn ausländische Kapitalerträge nicht erklärt wurden oder weitere Einkünfte nicht erklärt wurden. Es kann aber auch der Fall sein, wenn zum Beispiel Steuergestaltungen vielleicht doch steuerrelevant waren am Ende des Tages. Und unsere Arbeit ist dann, wo immer es möglich ist, die Mandanten bei der Abgabe einer Selbstanzeige zu begleiten und dahingehend auch zu beraten. Im Idealfall, also wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, führt das dann zur Straffreiheit. Das ist also so die Vorfeldarbeit. Wir begleiten aber auch beispielsweise bei Betriebsprüfungen. Genauso verteidigen wir aber auch, wenn tatsächlich schon ein Steuerstrafverfahren eingeleitet wurde. Also dann verteidigen wir auch ganz klassisch. Und abgesehen von diesem großen Bereich des Steuerstrafrechts machen wir aber auch einiges im Wirtschaftsstrafrecht. Also von der Urkundenfälschung bis hin zur Verletzung von Geschäftsgeheimnissen. Also das gesamte Repertoire sozusagen. Weites Feld. Ich stelle mir mal Steuerstrafrecht ziemlich kompliziert vor. Ich habe ein paar Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, die auch auf dem Gebiet tätig sind. Für mich wäre es nichts. Es ist aber sehr, sehr gut, dass es viele von euch gibt, die da weiterhelfen können. Weil ich wäre allein mit dem ganzen Zahlenmaterial, wäre ich schon überfordert. Ich bin so, naja, für das klassische Strafrecht stehe ich immer in Flammen. Was war denn so dein bisher größter Erfolg als Anwalt und was vielleicht dein schönstes Erlebnis, das du mit uns teilen kannst? Tatsächlich ist jede erfolgreiche Verteidigung oder Beratung ein Erfolg für mich. Also ich freue mich da über jeden positiven Ausgang, egal wie groß oder klein das Problem war am Ende des Tages, beziehungsweise der Vorwurf. Das ist immer ein Erfolgserlebnis, wenn das gut geklappt hat. Und mein größtes Erlebnis, also ich habe einige, aber wahrscheinlich das größte Erlebnis war tatsächlich, dass ich eine aktive Rolle in einem sehr großen und prominenten Wirtschaftsstrafverfahren spielen konnte als Anwalt. Und das war schon eine sehr große Sache. Also das war sicherlich das Highlight bisher. Ich kann mir schon vorstellen, wie sie jetzt nach der Episode sich alle schnell an Google klemmen, mal gucken, ob sie es rausfinden. Wir sagen dazu jetzt natürlich nichts. Wozu ich aber was sagen will, ist, ich mache das immer im Vorfeld im Zuge der Recherche. Ich habe mir natürlich deine Kanzlei angeschaut online. Was mir da aufgefallen ist, und zwar positiv, die scheint mir ziemlich offen und flexibel zu sein. Insbesondere auf der Karriereseite ist mir aufgefallen, dass bei euch Quereinsteiger willkommen sind, gerade so im Bereich Administration, Orga. Ihr sucht gerade auch einen Anwalt und da ist mir aufgefallen, hey, Remote ist möglich. Das betrifft in dem Fall, glaube ich, Unterstützung für ganz gezielt ein großes Mandat aus dem Bereich IT-Recht, aber wenn gewünscht, Remote. Also es las sich alles sehr divers und sehr flexibel. Ich frage mich, ist deine Kanzlei, falls du es erzählen magst, generell so locker und flexibel? Oder hat deine Kanzlei einfach erkannt, wow, Arbeitsmarkt angespannt, wir müssen uns da wohl ein bisschen anpassen? Oder
ist das bei euch einfach so? Also die Kanzlei war schon immer recht flexibel. Es wurde schon sehr frühzeitig beispielsweise Teilzeit angeboten. Natürlich auch gerade mit dem Ziel, Beruf und Familie vereinbaren zu können. Und das kommt auch wirklich gut an. Was unter anderem daran festzumachen ist, dass die Kanzlei einfach in kurzer Zeit auch echt stark gewachsen ist. Also das ist ein wichtiger Faktor und diese Flexibilität bietet die Kanzlei. Aber wir erkennen natürlich auch in der Kanzlei die Zeichen der Zeit. Ja, also sicherlich passt man sich auch dem Arbeitsmarkt an. Das ist mit diesem Remote-Angebot, von dem du gerade gesprochen hast, sicherlich ein Beitrag dazu. Und warum denn auch nicht? Also Remote-Arbeit ist auch Arbeit und insoweit ist das eine Mischung aus beidem. Also die Flexibilität war von vornherein da und die Kanzlei ist auch bereit, da natürlich sich immer zu erweitern und den Horizont auch zu erweitern, klar, sich anzupassen. Ich finde es ehrlich gesagt heutzutage auch einfach nur schlau. Immer mehr Kanzleien arbeiten komplett digital. Das heißt, du hast ja auch noch Zugriff. Es ist ja einfach so leicht möglich zu machen, dass du von überall her arbeiten kannst. Genau. Die Menschen haben sich daran gewöhnt, dass du nicht zwingend am selben Konferenztisch sitzen musst, wenn du irgendwas besprichst, sondern dass du eben auch digital kannst. Und ich glaube, das ist einfach ein wichtiges Tool, um attraktiv zu sein für Fachkräfte heutzutage. Und das, glaube ich, ist nicht mehr wegzudenken. Was mir auch aufgefallen ist, ich finde, ihr seid thematisch echt spannend aufgestellt und zwar echt breit. Also ich habe gesehen, von Gambling über IT-Recht, Familienrecht, alles dabei. Wie viele Anwälte sind denn bei euch tätig? Hast du das gerade so? Ja, inklusive der Partnerebene sind wir bei 31 Anwältinnen und Anwälte. Und pro Team, also pro Dezernat, kommen dann natürlich auch noch die Assistenz dazu und auch einige studentische Mitarbeiter. Also sicherlich kann man sagen, dass es eine mittelständische Kanzlei ist. Ja. Falls sich jetzt da draußen jemand von den Studierenden interessiert, vielleicht für eine Stage als Referendarin oder als Referendar, bildet ihr Referendare aus? Ja, das machen wir sehr gerne. Eine Kollegin beispielsweise hat auch als Referendarin begonnen und ist dieses Jahr als Rechtsanwältin eingestiegen. Also das ist möglich und Praktikanten und Praktikantinnen sind auch immer herzlich willkommen und auch Initiativbewerbungen sind natürlich gern gesehen. Ich bin das lebende Beispiel dafür. Auch ich habe mich initiativ beworben und offensichtlich hat es funktioniert. Am Ende entscheidet natürlich immer die aktuelle Bedarfslage, aber man kann und sollte es definitiv probieren. Es kann, wie man an meinem Fall sieht, zum gewünschten Ergebnis führen. Ja, großartig. Dann würde ich sagen, ich verlinke auf jeden Fall mal die Kanzleiseite, auch die Karriereseite in den Shownotes. Wer interessiert ist, surft da gern mal vorbei. Jetzt haben wir schon über die Karriere von anderen gesprochen, gerade die bei euch möglich ist. Wie sieht's bei dir aus? Bist du jetzt happy, wo du bist und was du machst oder suchst du weiterhin, ganz egal, beruflich, privat, kann ja beides sein nach neuen Herausforderungen, was weiß ich, Fachanwalt, Roman schreiben, Marathon laufen oder, weil so klang es eben nicht, einfach genießen, was du erreicht hast, ist ja irgendwie nicht so deins, ne? Ja, genau, also gerade muss ich dazu sagen, ich bin sehr glücklich in allerlei Hinsicht, ich habe aber natürlich auch noch sehr viel vor, du hast ja gemerkt, ich bin eher der Etappenmensch. Und denke immer erstmal an den nächsten Schritt und der nächste Schritt wird definitiv der Fachanwalt sein. Genau, da lagst du ja ganz richtig und auch privat habe ich natürlich die ein oder anderen Ziele, aber die stecken auch noch teilweise in Kinderschuhen und sind wahrscheinlich noch nicht spruchreif. Oh, jetzt bin ich aber gespannt, da frage ich aber nachher im Off, genau, off the record, da will ich immer nachfragen, weil da hast du mich jetzt natürlich an der Angel. Eine Sache weiß ich aber, die hast du privat schon erledigt und auch das fand ich beeindruckend. Ja. Das ist so jetzt aus meiner Wahrnehmung echt so Teil deiner Persönlichkeit. So, do it yourself. Ich will das, ich mach das jetzt einfach. Du hast zum Beispiel es geschafft, dir selber Gitarre spielen beizubringen. Ich habe das auch versucht, sogar mit Online-Kursen. Sagen wir so besonders weit bin ich noch nicht. Spielst du noch? Wann gründest du eine Band? Und war es schwierig? Wie hast du es gemacht für uns alle, die sowas auch machen wollen? Also wir hatten damals eine wirklich sehr nette Vermieterin und die hatte eine verstaubte Gitarre und ein Buch. Das war nicht mal ein Farbbuch, das war noch schwarz-weiß. Unsere Vermieterin war schon in Rente und hat sich ihren Lebensabend quasi gemütlich gemacht. Und die Vermieterin hat mir dann diese Gitarre einfach mal geliehen. Buch und
Ich habe mich dann dran gesetzt und habe einfach angefangen zu spielen. In dem Buch waren die Akkorde abgebildet, wie man zu greifen hat, wie man den Rhythmus findet und wie man einfach den Umgang mit der Gitarre lernt. Und ich spiele auch heute noch. Allerdings muss ich jetzt sagen, dass meine Gitarre momentan außer Haus ist. Also ich habe seit längerem nicht gespielt. Und vielleicht auch kleiner Fun Fact, wir haben tatsächlich auch eine Kanzleiband. Also wir haben ein paar sehr talentierte Musiker in der Kanzlei und ich glaube aber fast, dass ich da besser nicht mitmischen sollte, weil die schon alle sehr, sehr, sehr gut sind. Und ich kann zwar Gitarre spielen, aber längst nicht so gut, glaube ich, dass es bandreif wäre. Auf jeden Fall beeindruckend. Und irgendwann musst du mir mal, da bin ich immer sehr interessiert, mal gucken, ob du heimlich ein Mixtape aufmachen kannst von der Kanzlei. Würde ich gern mal reinhören. Ja. Einen letzten Wegpunkt, Nedret, haben wir noch, den dürfen wir nicht auslassen. Und zwar ist das meine persönliche Lieblingskategorie, die müssen wir auch noch abhaken. Das sind die drei Ls. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsberufe, Lieblingsinstrumente, Lieblingsbundesländer. Und für dich habe ich die folgenden drei Ls. Okay. Irgendwann hast du hoffentlich ja auch mal Freizeit. Was ist deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung? Da fällt mir ganz spontan das Wandern ein. Also ich bin sehr gerne, deswegen ist München auch so ein toller Ort für mich. Ich gehe total gerne in die Natur und bin gerne, vor allem wenn, also ja, vielleicht kann man auch sagen, ich bin ein schöner Wetterwanderer. Aber wenn das Wetter schön ist, dann gehe ich wandern und wenn die Zeit da ist. Also das mache ich total gerne. Das ist wahrscheinlich meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung, ja. Fair enough, ganz ehrlich, wer geht wirklich aufrichtig gern bei schlechtem Wetter wandern? Ja, er soll sich mal bitte melden, nicht. Ja. Und wo gehst du dann? Ich meine, ihr habt ja rundherum wirklich ein bisschen so Richtung München, wie sagt man, Münchner Hausberge unterwegs oder fährst du dann ganz gern, ist ja auch nicht so weit, Österreich, Südtirol ist ja... Genau, Südtirol, ganz genau, also ich habe da schon alles mitgenommen von hier, also man ist total gut angebunden mit der Bahn tatsächlich, also man ist schnell am Tegernsee, am Starnberger See oder dann eben am Schliersee etc., also wirklich total nah an den Bergen und kann da dann überall auch super einfach wandern gehen tatsächlich. Also das nutze ich schon, dann aber auch Südtirol definitiv, Salzburg war auch schon drin, da sind ja auch einige schöne Landschaften, die man unbedingt mal gesehen haben sollte. Und genau, also ich nutze das gesamte Angebot in der Region sehr rege, würde ich sagen. Es liegt ja einfach nah, da ist München ein super Ausgangsstandort. Und daran anschließend bietet sich natürlich an, wer viel wandert, muss auch eine gute Jause machen. So, dein Lieblingsessen? Lieblingsessen ist wahrscheinlich Pasta. Ja, weil Pasta ist so abwechslungsreich und es wird nicht langweilig. Du kannst pro Tag eine neue Soße drauf tun und hast irgendwie gefühlt ein ganz anderes Gericht. Also es ist mein Lieblingsessen. Pasta. Genau, Pasta geht immer. Ja, ja. Und ich liebe auch Pizza, aber Pasta ist viel vielseitiger. Ja, du kannst einfach alles draus machen. Ja. Ja. Na gut, ist ja auch so ein bisschen passend, ne? Kannst du ich habe in Südtirol auch schon hervorragend hausgemachte Pasta, dann abgewandelt mit eine Carbonara mit Tiroler Speck. Oh, okay, ja. Ganz fein, ja, sehr speziell, aber großartig, großartig. So, und da du gesagt hast, Gitarre, muss ich natürlich wissen, hast du eine Lieblingsband außer der Kanzleiband? Ja, außer der Kanzleiband habe ich noch zwei Lieblingsbands. Das ist einmal tatsächlich The Smashing Pumpkins. Das ist so eine Grunge-Band. Klassiker. Genau, und die sind edgy und ich finde das eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Da höre ich gerne zu. Und die höre ich auch schon seit Jahren. Also das begleitet mich bis heute. Und was mich auch schon sehr früh begeistert hat, war die Singer-Songwriterin Annie DeFranco. Die spielt wahnsinnig gut Gitarre. Also da muss man unbedingt mal reinhören und hat auch wirklich tolle Texte, gesellschaftspolitische Texte und ist auch von Anfang an ihre Karriere an, mit dem Thema Feminismus sehr offen umgegangen und hat das immer thematisiert in ihren Texten. Und ich finde, das ist wirklich eine ganz starke Singer-Songwriterin. Sehr spannend. Werde ich mal reinhören. Sagt mir nämlich nichts. Ich bin aber meistens auch nicht so. Ich bin nicht so Singer-Songwriter. Ich habe mich eben total gefreut, weil ich nicht
Ich weiß nicht mehr, wann irgendjemand mir gegenüber das letzte Mal die Smashing Pumpkins erwähnt hat. Wie großartig. Ich glaube, auch das nehme ich zum Anlass, mal wieder rauszukramen. Bedingt. Bei Grunge war es bei mir natürlich Nirvana. Logisch. Ja. Und vergessen. Und ich werde auch nie vergessen, wie alt war ich? 15. Ich glaube, ich war 15. Der Tag, an dem er starb. Ja. Ich saß den ganzen Tag vor MTV und war nicht ansprechbar. Ja. Also großes Drama. Kurt war von uns gegangen. Schlimmer Tag in meinem Leben. Und ich habe sie alle noch da. Ja. Die Alben, und hol sie nicht wirklich regelmäßig, aber immer wieder mal. Ja. Und ich glaube, heute Abend hole ich mir mal die Pumpkins wieder raus. Unbedingt. Und mal wieder rein. Ja. Auf jeden Fall unbedingt noch ein Wort an euch Lauscher da draußen. Ein paar Worte zum Schluss. Für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf besucht uns unter www.brack.de. Abonniert diesen Podcast, wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt mir auf Instagram, Threads, YouTube und TikTok. Werft einen Blick in Brack-Mitteilungen, Brack-Magazin. Beides digital erhältlich. Und heute unbedingt einen Blick in die Shownotes werfen. Da habe ich zwar noch kein Mixtape von der Kanzleiband verlinkt, aber ganz viel, worüber wir heute gesprochen haben. Lieber Nedret, ich fürchte, das war's schon, auch wenn wir über Musik wahrscheinlich ebenso lange noch sprechen könnten wie über deinen Werdegang. Ich danke dir sehr für dieses wirklich tolle Gespräch und dafür, dass du diese sehr persönliche und sehr tolle Geschichte mit uns geteilt hast. Ich danke dir, ich hatte viel Spaß. Vielen Dank, Stefanie, ich hatte auch viel Spaß, hat mir große Freude gemacht. Vielen Dank. Bis denn.